Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Crash Team Racing. Das letzte Mal haben wir Welt 3 angefangen. Die Crash Team Racing Tokens zu sammeln und die Relikte. Und uns fehlt eigentlich noch die Tiny Arena und das Bonus Level. Die Tiny Arena wird vermutlich nicht so schwer. Weil die einfach. Naja, die Crash Team Racing. Also die Buchstaben können nicht wirklich schwer zu kriegen sein. Ja, wow. Ich bin einfach mal dran vorbeigefahren. Kann man machen. Und ich glaube, hier gibt es ziemlich viele Zeitkisten im Zeitrennen. Joa, sollte machbar sein. Oh, okay. Aquarco macht uns schneller und unverwundbar. Das ist schön. C. Okay, ich hab's A bekommen. Ich habe gerade gedacht, ich bin dran vorbeigesprungen. Was ein bisschen blöd gewesen wäre. Das habe ich jetzt das T nicht bekommen. Das wäre natürlich blöd. Vor allem, weil die Strecke so ewig lang ist. Naja. Nächstes Mal sollte ich einfach anders um die Kurve fahren. So. Okay. Ich wollte gerade sagen, wäre cool, wenn mich die Lenkrakete nicht treffen würde. So. Wir sind jetzt auch Erster. Mal. Schön die Lenkrakete hinter mir explodieren lassen an der Nitro-Kiste. Okay. Okay, hab's T bekommen. Das ist gut. Jetzt muss ich nur noch Erster werden. So. Okay. Der Schlamm regt ein bisschen auf. Und die Strecke ist wirklich ein bisschen lang. Ich meine, auch mehr als eine Minute für eine Runde. Ich weiß gar nicht, wie lang eine Runde in Mario Kart höchstens dauert. Also was da die längste Strecke wäre. Das wäre mal interessant zu wissen. Weil ich glaube nicht, dass da Strecken so lang gehen, außer man spielt nur 50 CCM. Dann fährt man halt langsamer. Naja. Damit haben wir einen gelben Crash Team Racing Token bekommen. Jetzt fehlt uns in dem nur noch das Zeitrelikt. So. Perfekt.
Es lädt. Okay. 3, 2, 1, los. Hey, cool, dieser Vierzeit schaffe ich sogar so schon fast. Einfach nur, wenn ich normal fahre. Das ist natürlich toll. Okay. 1, 2, 3. Okay, das war blöd. Egal, kann ich nächste Runde auch noch holen. Schön. Die 2 Sekunden mitnehmen, wenn ich schon nicht die 3 Einser bekomme. Oh wow, da bin ich einfach drüber gesprungen. Okay. Perfekt. Okay. Erste Runde in unter einer Minute. Das sieht schon mal gut aus. Okay. Das war jetzt zwar ziemlich langsam, aber naja. Okay. Bei dem Streckenabschnitt habe ich halt dann keine Kisten mehr. Wird schon nicht so schlimm sein. So. Da sollte ich echt mal eine längere Kurve machen. Oh, verdammt. Stimmt, da war eine Zweierkiste. Ich bin beim letzten Mal auch schon bemerkt. Aber mir einfach zu merken, wo die Zweierkiste ist, ist ein bisschen schwerer. Weil ich die Strecke nicht ganz so auswendig kenne. Dass ich weiß, was für ein Abschnitt jetzt gleich kommt. Bei anderen Strecken ist das ja was anderes, aber hier sieht halt alles fast gleich aus. So. Gut. Hier habe ich jetzt keine Kisten mehr. Gut. Zweierkiste. Oh, das war eine schöne Kurve, wie ich die bekommen habe. Die 2-1 habe ich jetzt auch mal vergessen. Naja. Und die 2-Kiste mal wieder. Okay. Gut. Schön driften. Und Boosts aufbauen. Ja. Unter 3 Minuten ist noch möglich. Ja, leicht. Platin relegt. Was? Es war noch nicht mal schnell gefahren von mir, um ehrlich zu sein. Ich hätte so viel schneller fahren können. Mit Drift. Also mit mehr Drift. Aber wow. Das ist interessant. Exit to map. Okay. Great, you earned a relic. Rocky Road.
Was war das? Ha. Ich weiß gerade nicht, was das für ein Bonus war. Ah, das. Okay. Boah. Erstmal zwei vergessen. Also nicht bekommen, aber. Ja. Okay. Nein. Ja, mach ich. Das läuft gerade ziemlich gut. Okay. Drei noch. Ich sehe da hinten zwei. Ich habe nicht mal bekommen. Und da hinten habe ich den letzten dann noch gesehen. Da komme ich aber nicht mehr hin. Schade, fast. Fast hätte ich es geschafft. Es war auf jeden Fall mal ein guter Start, bis auf das, dass ich den hier nicht bekommen habe. Oh, und den da oben habe ich diesmal auch bekommen. Cool. Das war blöd. So. Ich habe keine Ahnung, wie ich hier lang fahren sollte. Deswegen fahre ich einfach irgendwie da unten. Ich sehe noch zwei gerade. Drei. Okay, cool. Das war ja einfach. Okay, dann haben wir eigentlich nur noch die vierte Welt. Wie viele Dinge haben wir eigentlich? 4, 3, 3, 3, 2. Okay. Das heißt, wir kriegen noch zwei gelbe, oder? Zwei gelbe, ein grünes, ein blaues und ein lilanes. Okay. Rote haben wir schon alle. Cool. Okay. Machen wir es erst das Bonuslevel. Natural Chord. Das ist ein nicht so tolles Level. Weil ich keine Ahnung habe, wie ich da die Kristalle holen soll, in welche Reihenfolge. Ich meine, erstmal hier reinfahren. Natürlich habe ich den dann nicht bekommen. Danke. Das musste auch unbedingt sein. Somit kommt man drüber. Das hilft manchmal auch. Einfach sich über Wände drüber schleudern lassen. Ich glaube nicht, dass ich es auf das erste Mal schaffen werde jetzt, aber. Obwohl, ich habe noch ziemlich viel Zeit. Wow. Also, hier hat man echt viel Zeit. Man kann auch in TNT-Kisten reinfahren. Das ist nicht so schlimm wie in Nitro-Kisten. Und man kann sehr von sich abschütteln. Okay. Komm schon.
Naja, solange ich nicht über die Wand fliege. Weil jetzt brauche ich das nicht mehr. Wow. Okay, ich wusste nicht mal, dass die einen dann noch treffen können. Da wollte ich nicht über die Wand. Weil hier der Letzte ist. So, gut. Ich hätte nicht. Wow, das war echt komisch, dass ich so viel Zeit habe. Ich dachte immer, das wäre knapper gewesen. Naja. Fahren wir. Nein, nein, das heben wir uns für den Schluss auf. Das wird das letzte Rennen. Fahren wir erstmal. Engines Labor, klingt gut. Jo. Crash Team Racing Challenge. So. Wo waren die Buchstaben? Mal überlegen. Das wird interessant. Ich kann mich jetzt nicht unbedingt an einen Platz erinnern, an dem ein Buchstabe war. Ich habe ein paar Vermutungen, wo Buchstaben sein könnten, aber. Oh, den habe ich voll übersehen. Eigentlich. Da hat die Sonne mich ein bisschen geblendet. Wow, okay. Das ist gleich das A dann auch noch gewesen. Eins, zwei, drei. Naja, aber auf dem achten Platz zu sein bei einem Token ist jetzt nicht das Schlimmste. Kann man alles noch aufholen. Da könnte man sich auch fallen lassen, um das A zu holen. Und das C habe ich gerade so noch bekommen, ohne in den Abgrund zu fallen. Okay. Da habe ich es A bekommen. Eins, zwei, drei. Okay. Das heißt, ich muss jetzt nur noch Erster werden. Okay, cool. Ich frage mich zwar, wieso mich die ferngesteuerte Rakete nicht getroffen hat, aber ja. Die ist sehr vermutlich in den Boden geflogen, weil sie jemand abgeschossen hat, der höher wie ich war. Naja. Okay. Zwei, drei. So. Schön die TNT-Kiste hinter uns legen. Müssen uns auch ja niemand mehr einholt. Muss ja nicht sein. Okay. Alter, ich bin einfach an der Ecke hängen geblieben. What? Das war komisch. Einfach an der Ecke hängen geblieben. What? Das ist nicht normal. Tja. Achso, ja. Relikt. Relic Race. Okay. Zwei, drei, vier. Wow.
sehr interessante Kisten teilweise. Schon. Okay. Ich dachte eigentlich, ich fahre jetzt von der Strecke. Aber dann halt nicht. Cool. Ja, hier liegen ein paar Kisten rum. Ich habe die Dreierkiste bekommen. Und ja, da liegen sehr viele Dreierkisten. Die Dreierkiste habe ich schon wieder nicht bekommen. Die aber jetzt. Wow, das war knapp. Ich mache das irgendwie viel zu aggressiv. Ich sollte nicht einfach auf Teufel komm raus versuchen, die Kisten zu bekommen. Es reicht ja schon, wenn ich gut genug fahre, meistens. Meistens fahre ich dann halt einfach so, dass ich sogar langsamer bin, wie ich normalerweise wäre. So. Fahren wir hier lang. Ach man, ich wollte die Dreierkiste haben. Hab's aber nicht bekommen und hab ein bisschen Geschwindigkeit trotzdem verloren. Naja. So, eins, zwei, drei. Eins, zwei. Okay. Bitte nicht, danke. Ich hatte schon Angst, dass der jetzt ein Fass gleich runterfliegt und mich zermanscht. Einfach nicht springen, dann bekomme ich schön die Kisten hier. Wow. Okay, die Goldzeit war doch ziemlich knapp. 21 Sekunden, aber ja. Ist doch nicht zu verachten, die Goldzeit. Ja. Exit to Map. Ich glaube, von einem Level schaffen wir noch Token und Relikt. Also von einem auf jeden Fall. Von einem zweiten sehr wahrscheinlich nicht. Okay. Machen wir Cortex Castle. Genau. Crash Team Racing Challenge. Ich glaube, da werden die Buchstaben sogar ziemlich schwer. Naja, schwer jetzt nicht, aber sie sind an komischen Stellen. 3, 2, 1, los. Bis auf. Wow, ja. Wow, das ist perfekt. Ich könnte mir fast nicht vorstellen, was ein besserer Start wäre, als den ersten Buchstaben zu verpassen. Und dann auch noch von der Spinne getroffen zu werden und letzter zu sein. So. Treffe ich jemanden? Natürlich nicht. Okay. Das war ein bisschen blöd. Naja. Da haben wir das C. Okay. Die waren doch nicht so
Komisch, wie ich dachte. Ich dachte, die wären alle so komisch über eine Schlucht wie das C. Okay. Hab das A jetzt auch. Das heißt, einfach Erster werden. Okay. Zum Glück ist die Spinne da weggegangen. Sonst wäre ich einfach reingefahren. Und ich habe natürlich die Abkürzung wieder nicht hinbekommen, weil ich irgendwie gerade das Timing nicht hinbekomme. Verstehe gerade überhaupt nicht, wieso ich das nicht hinbekomme. Okay. Ach, froh. Komm schon. Ich muss jetzt nur die Abkürzung kriegen. Dann ist alles gut. Oh nö. Jetzt hab ich's verkackt. Jetzt werde ich nie wieder Erster. Okay, das war schlecht. 3, 2, 1, los. Das einmal wieder nicht bekommen. Diesmal wurde ich aber wenigstens nicht von der Spinne getroffen. Ja, yep, Crash. Das passiert, wenn man seiner Schwester hinterher fährt. Wow. Die Rakete ist echt nicht an meiner Flasche zerplatzt, sondern an der Wand. Ja, diesmal kriege ich es natürlich hin. Jetzt, wenn es nicht mehr darauf ankommt. Wirklich. Naja. Jetzt habe ich halt einen Abstand. Im Gegensatz zum letzten Mal. Eins, zwei, drei. Eins, zwei. Okay. Das war blöd. Konnte ich aber nicht wirklich viel dran ändern. Weil als ich es bemerkt habe, war es schon zu spät. Okay, geht doch. Meine Güte. Ist doch nicht mal so schwer. Das war gerade gut, wie ich da hochgesprungen bin und dann sofort angefangen habe zu driften. Okay, besser wie gegen die Wand. Es ist alle Male, wenn ich das so mache. Ich sollte nicht die Abkürzung nehmen, deswegen tue ich es nicht. Weil ich sowieso schon ziemlich weit vorne bin. Das Einzige, wie man da noch ziemlich Zeit verlieren kann, ist, dass man gegen die Decke kommt von dem Tor. Aber das ist nicht passiert. Deswegen ist alles gut.
Okay, dann bekommen wir doch nicht mehr das Zeitrelikt hin. Naja. Ist auch egal jetzt. Dann machen wir das auch das nächste Mal. Kein Problem. Wir haben sogar ziemlich viel hinbekommen. Ein Rennen, zwei Bonus-Level, drei Rennen und ein Bonus-Level. Ja. Drei Level und zwei Bonus-Level. Oder? Nein, zwei Level und zwei Bonus-Level und ein halbes wegen dem Token. Genau. Wir haben 80%. Okay, gut. Dann würde ich sagen, ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao, Leute.